Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus dem SCS Software Blog. Tja, es ist schon wieder soweit, schon wieder ein neues Update, zumindest Open Beta, erstmal für die ATS-Version, also den American Truck Simulator. Was erwartet uns da? Oder sagen wir es mal anders, das, was uns da erwartet, erwartet uns natürlich dann später auch im ETS 2. Was da genau kommt, sehen wir gleich. Also, wir haben die 1.43 und hier kann man es gut erkennen, aufgrund unserer vollen Produktionsplan. Also, die haben eine Handvoll Arbeit, nicht nur was Map betrifft, sondern natürlich andere Baustellen. Hauen sie jetzt erstmal so einige Funktionen raus, so wie es hier im Blog steht, aber es folgen noch weitere hinzu. Na, das gleich mal vorweg. Hier steht es eh noch, wir planen jedoch, diese später während der Open Beta zu bringen. Also dann kommt da noch was. Das, was wir jetzt hier sehen, ist noch nicht alles. Es ist nur ein Teil davon. Ist doch schon mal gut. Was wir neu haben, ist jetzt auf alle Fälle die neuen Dumper-Trailer. Die sehen so aus, sehen auf alle Fälle ganz schick aus. Ganz neu, frisch auf den Tisch. Ja. Toll. Gibt es dann natürlich ganz neu. Und wir haben im ETS 2 auch schon gesehen, dass wir da einen neuen Standalone-Trailer kriegen, weil das hier ist auch Standalone. Und wir kriegen praktisch auch so einen Dumper-Trailer, so einen Schüttgut-Auflieger dann im ETS 2. So einen roten haben wir ja schon gesehen, ne? Der ein oder andere weiß da schon Bescheid. Das ist auf alle Fälle schon mal neu. Was wir noch neu dabei haben, das finde ich auch ganz gut. Wir haben natürlich ein Sound-Update für die Innenkabine. Das ist auch gut. Kann man hier nochmal nachlesen mit Motor, Rad und Außengeräusche beim Fahren. Ja? Klingt dann ein bisschen anders. Müssen wir uns dann dementsprechend einfach mal anhören und einfach mal vergleichen. Vielleicht mal für die 1.42 zu testen und dann mal auf der 1.43. Einfach mal so zum Vergleich. Müssen wir mal testen. Was ich jetzt noch viel cooler finde, ist natürlich die neue SDF-Schriftart. Diese Signed Distance Fields Schriftart. Einfach zu erklären, wenn man sich die Bildchen anschaut. Ich zeige euch das nochmal anhand der Bilder. Passt mal auf, wenn ich hier draufklicke, dann sieht man jetzt hier nochmal die Schriftart. Das ist der Unterschied. Ich sage es einfach mal so auf Deutsch. Einfach scharf. Scharf. Also hier nochmal, das ist kurrent und das ist neu. Ihr könnt euch ja die Bilder jetzt hier im Blog nochmal ansehen. Also das ist nicht, ich will nicht sagen verpixelt, aber es sieht einfach anders aus. Man kann es hier auch sehr schön erkennen an diesem Tankstellenschild, wie es halt deutlicher oder besser dargestellt ist. Ne? Also klarer einfach. Hier natürlich ein bisschen größer und weniger verpixelt. Die schreiben, dass man auf der Entfernung halt das schon klarer sieht und nicht irgendwie so erst verpixelt und dann wird es scharf. Sondern das kommt dann, einfach ist schon vorher da. Ja, und das finde ich gut. Also wie gesagt, die neuen Texte und Schriftarten perfekt in jeder Auflösung, Skalierung, aus jeder Entfernung darzustellen. Hier steht es auch nochmal komplett so da. Finde ich gut. Da bewegt sich wirklich was voran und das, gerade was so die Grafik und so betrifft, ist immer geil, wenn es alles schöner wird. Hier steht es auch nochmal in die ersten Updates, bringen wir neue Schrifttechnik. Benutzeroberfläche des Spiels Konvoi-Namensschilder als Beispiel ist auch schon mal ganz gut für den Konvoi. GPS, Nummernschilder, Truck-Dashboards und. Da ist einiges mit dabei, was auf alle Fälle ganz fresh ist. Ne? Hier steht nochmal drin, was alles mit dabei ist. Und wie ihr zur Beta kommt, ist es eigentlich ganz simpel. Hier unten nochmal dargestellt, wie ihr dorthin kommt. Ne? Eigentlich ganz easy. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Ansicht, Bibliothek, dann habt ihr hier ich habe schon das Update da, da müsste man rechte Maustaste, Eigenschaften, dann geht ihr da auf Betas und dann hier, ne, und dann geht es eigentlich schon los. Bei mir steht hier schon Update in der Warteschlange, müsste ich doch noch machen. Aber so ist der Ablauf, hier wird es nochmal stehen, ganz simpel, ganz einfach. Also ladet euch das mal runter, das Update, testet es einfach mal ein bisschen durch, denn bekanntlich ist es ja so, wenn bei ATS das Update kommt, dann wird es nicht lang dauern, dann ist die 1.43 Open Beta für ETS 2 nicht mehr weit entfernt. In diesem Sinn, wisst ihr erstmal Bescheid. Schönen Abend noch, macht's gut, bis bald. Adios.